Wieder hat ein Anime-Studio Insolvenz angemeldet. Aber wie schlecht geht es der Anime-Industrie wirklich? Und warum schließen Studios überhaupt? Das alles gleich nach dem Intro. Das Anime-Studio Tier meldet Insolvenz an. Das kam wenig überraschend, nachdem schwere Vorwürfe gegen das Unternehmen erhoben wurden. So sollen Mitarbeiter über Monate nicht bezahlt worden sein. Und auch der Studioleiter selbst ist abgehauen. Dann wurde auch der Twitter-Account gelöscht. Auch die offizielle Webseite war für kurze Zeit offline. Doch nachdem sie wieder online war, fehlten ein paar Unterseiten. Darauf fand man die Kontaktadressen, also wie man sie erreichen konnte. Auch die Verantwortlichen der OVA, Fragtime, konnten sie seit längerem nicht mehr erreichen. So sollte dieser Wormits-Anime bei dem Studio animiert werden. Am 13. Dezember wurde dann der Betrieb eingestellt und das Insolvenzverfahren eingeleitet. So konnte man nicht mehr die anstehenden Kosten bezahlen. 50 Animatoren stehen ohne Geld da. Tierstudio ist noch recht jung. Es wurde erst 2013 gegründet. Viele Anime haben sie deswegen auch noch nicht produziert. Vielleicht kennt man sie durch den Action-Anime Lord of a Million oder auch die romantische Komödie Why Are You Here, Teacher. Doch dies ist nicht das einzige Studio, welches pleite gegangen ist. So haben 6 weitere 2018 Insolvenz angemeldet und 5 zusätzliche wurden geschlossen. Da wundert es auch nicht, dass ganze 30% der Anime-Studios 2018 rote Zahlen geschrieben haben. Sie haben also Verlust gemacht. Aber warte mal, hat nicht die Anime-Industrie auch für das vergangene Jahr wieder mal Rekordeinnahmen erzielt? Ja, das stimmt. Aber nur weil die Industrie insgesamt mehr Geld macht, bedeutet das nicht, dass es auch allen besser geht. Logisch, im Extremfall kann ja ein einziges Unternehmen die ganzen Gewinne einfahren. Die anderen würden leer ausgehen. Und solange dieses Unternehmen einfach mehr Geld macht, würde es auch der Industrie scheinbar besser gehen. Aber das sollte ja relativ offensichtlich sein. Jedoch ist einem oft nicht bewusst, wie wichtig dies bei der Anime-Industrie ist. So ist dies nämlich der zentrale Aspekt einer weit verbreiteten Taktik. Aber gehen wir dafür ein paar Schritte zurück. Ist dir eigentlich mal aufgefallen, wie viele Anime es pro Season gibt? Hast du nicht auch schon längst die Übersicht verloren? Das ist auch kein Wunder, denn alle 3 Monate kommen 30, 40, 50 oder noch mehr Anime raus, je nachdem wie man zählt. Also ob man zum Beispiel auch die kurzen Anime-Serien mitzählt, wo jede Folge zum Beispiel nur 8 Minuten dauert. Und wenn man die Anime-Filme dazu rechnet, werden es noch mehr. Wie soll man nur die alle schauen? Und das ist auch eine gute Frage, denn das kann man gar nicht. Und selbst wenn man gerade noch Schüler ist, hat man meist nicht genug Geld, um die Industrie wirklich zu unterstützen. In Japan ist das aber noch schlimmer. Da arbeiten die meisten ja 12 Stunden am Tag oder gehen zu Clubs nach dem Unterricht. Und auch in Japan schwimmt man nicht im Geld. Sie können sich also auch nicht alle Anime kaufen. In Japan sind Anime ja nochmal deutlich teurer als bei uns. Schwer vorstellbar, aber es ist nun mal so. Denn auch in Japan bedienen viele Anime immer noch einen Nischenmarkt. Klar, Serien wie Detective Conan oder One Piece kennt jeder. Doch die meisten Anime laufen eben im Nachtprogramm. Und da schaut fast keiner mehr zu. Auch die Verkäufe der Disc-Version sind meist sehr gering. Um die 5000 Exemplare müssen nur verkauft werden. Zumindest ist dies die Anzahl, welche man ungefähr braucht, um die Kosten zu decken. Und das sind ziemlich wenige. Doch selbst dieser Meilenstein wird oft nicht erreicht. Deswegen erhalten viele Anime auch keine zweite Staffel. Aber darüber habe ich ja auch schon in einem anderen Video geredet. Bei Interesse klicke gerne auf das Video oben rechts. Kommen wir aber zurück zu der Strategie, welche Großteile der Industrie verfolgt. So produziert man so viele Anime, wie man nur kann und hofft, dass irgendeiner davon erfolgreich wird. Das ist schon fast so, als würde man Lotto spielen. Man hofft, dass man irgendwann mal Glück hat. Dass dies nicht immer gut geht, sollte klar sein. Es gibt zwar Erfolgsgeschichten wie Studio Shaft, welche mit der Monogatari-Reihe oder auch Madoka Magica große Erfolge verzeichnen konnten. Doch immer wieder schaffen es auch manche Studios nicht. Sie halten nicht so lange Stand bis zum Durchbruch oder werden so eine erfolgreiche Serie vielleicht auch nie produzieren. Hier muss ich jedoch mal kurz einhaken, denn man sollte nicht glauben, dass Anime-Studios die Kosten einer Serie alleine tragen. So gibt eben eigentlich kein Studio ein Anime in Auftrag, also dass sie einen Mangaka ansprechen, um den Manga von ihm zu animieren. Nein, denn eigentlich läuft es andersherum. So gibt der Verlag eine Anime-Adaption in Auftrag, doch vorher wird noch ein Produktionskomitee gegründet. An diesem nehmen verschiedene Geldgeber dran teil und die haben dann auch ein Mitspracherecht
Recht an der Serie. Nur wenige Animationsstudios nehmen an diesen Gesprächen dran teil. Am Ende des Tages müssen sie also nur einen Auftrag erfüllen. Der kreative Prozess wird dadurch natürlich eingeschränkt. Doch dies heißt nicht, dass sie gar keine Gewinnbeteiligung haben. Aber unabhängig davon, wenn ein Studio nur Misserfolge produziert, hat das irgendwann Konsequenzen. Dann wird man sich vielleicht in Zukunft ein anderes suchen. Und so bleiben die Angebote aus. Es ist also klar, dass ein Anime-Studio darauf hofft, dass der Anime erfolgreich wird. Doch dies ist nicht leicht. Nicht nur, weil es so eine große Auswahl gibt, sondern weil es auch so viele potenzielle Einnahmequellen gibt. So macht auch die ganze Industrie gerade einen Wandel durch. Weg vom Fernsehen hin zum Streamen. Auch der Markt außerhalb Japans wird immer wichtiger. Darauf muss man sich erstmal einstellen. Denn für eine lange Zeit hat man sich auf die inländischen DVD- und Blu-ray-Verkäufe verlassen. Doch dieser Markt bricht immer stärker ein. Da kann das ein oder andere Studio schon mal auf der Strecke bleiben. Und leider trifft es auch mal recht bekannte Studios. Deswegen will ich dir nun die Anime-Studios vorstellen, welche in den letzten Jahren pleite gegangen sind. Denn solche Meldungen können schon mal untergehen. Aber es wäre ja schade, wenn man die Studios mit der Zeit vergessen würde. Kommen wir nun gleich zum ersten, und zwar Manglobe. Das Studio stellte die Produktion am 29. September 2015 ein. Auch hier blieb bei vielen Animatoren der Lohn aus. Zusammengerechnet hatte das Studio über 4 Millionen Euro Schulden. Besonders bekannt sind sie bei uns durch Deadman Wonderland geworden. Bei dem hoffen ja viele immer noch auf eine zweite Staffel, auch wenn die wohl nie kommen wird. Aber auch ihr letzter Anime Gangstar wurde noch bei uns veröffentlicht. Den kann man sogar noch auf Netflix schauen. Die meisten Serien des Studios waren gerade im Westen beliebt. Das philosophische Action-Drama Ergo Proxy, der Abenteuer-Anime Samurai Champloo, dafür war er sogar Shinichiro Watanabe zuständig. Auch bekannt für Cowboy Bebop oder aktuell Carolyn Tuesday. Aber auch Michiko und Hachin stammen von dem Studio. Alle sind bei uns erschienen. Und alle wirken nicht wie die typischen Anime, obwohl sie auch The World God Only Knows animiert haben. Und diese romantische Komödie ist eben ein Musterbeispiel für einen typischen Anime. Trotzdem, viele Anime des Studios fielen nicht in diese Kategorie. Sie hatten oft auch keine Vorlage, wie zum Beispiel ein Manga. Gerade deswegen ist es so schade, dass es sie nun nicht mehr gibt. Und vielleicht hätten sie auch nur ein bisschen länger durchhalten müssen. Denn Manglobe wäre ein perfekter Partner für Netflix oder Prime gewesen. Zusammen hätten sie wirklich coole, erwachsene Serien produzieren können. Leider ist es dazu nicht gekommen. Aber auf zum nächsten Studio, und zwar Production IMS. So meldete das Unternehmen am 21. September 2018 Insolvenz an. Production IMS ist jedoch auch noch ziemlich jung und wurde erst 2013 gegründet. Besonders bekannt sind sie für The Testament of Sister New Devil, aber auch Dead Alive. Zum Schluss arbeiteten sie auch an der dritten Staffel von Dead Alive. Doch die stellten sie nie fertig. JC Staff übernahm schließlich die Produktion. Doch auch sie konnten die Serie nicht mehr retten. Und so kam es zu dieser wirklich katastrophalen dritten Staffel. Zum Glück bedeutete dies nicht das Ende der Serie, denn es wurde angekündigt, dass es weitere Anime zu Dead Alive geben soll. Hoffen wir, dass sie dann auch wieder besser aussehen. Kommen wir nun aber zu einem Studio, was deutlich älter ist, nämlich Studio Artland. Das wurde schon 1978 gegründet. Im Juli 2017 war jedoch auch dort Schluss. Bekannt ist das Studio für die Actionkomödie Demon King Daimao, aber auch Senran Kagura sowie Mushishi. Und gerade dieser ist ein echter Klassiker. Leider hat der es jedoch nie zu uns geschafft. Nur die zweite Staffel und den Film kann man bei Crunchyroll schauen. Dies gilt auch für den Fighting Shonen Reborn. Der hätte sicherlich genauso bekannt werden können wie The Gray Man oder vielleicht sogar Black Clover. Aber auch der Warmans Abenteuer-Anime Earl and Fairy stammt von ihnen. Der hat es leider auch nie zu uns geschafft. Aber auch Studio Sebek wurde im Mai 2019 geschlossen. Zum Glück wurde es jedoch von Studio Sunrise übernommen und ihnen untergeordnet. Doch die gleichen Anime wie vorher werden sie sicherlich nicht mehr produzieren. Denn wenn dies Erfolg versprechen würde, wären sie nie in die finanzielle Schieflage gekommen. Und leider geht auch hier eine Ära zu Ende. Denn das Studio wurde schon 1995 gegründet. Somit haben sie auch einige Anime produziert. Und davon sind auch viele echt gut. Gerade für den
Sci-Fi-Weltraum-Fan hatten sie einiges zu bieten. Da wären zum Beispiel Fafnir, Space Battleship Yamato oder auch Heroic Age. Wer dagegen lockere Unterhaltung bevorzugte, war auch hier an der richtigen Adresse. Anime wie Keijo, Jonas Geisterhaus und Tula Fru schafften es auch zu uns. Aber auch Action-Fans kamen mit der Filmreihe Breakblade auf ihre Kosten, welche immer noch zu einer meiner Favoriten zählt. Mehr dazu in dem Video oben rechts. Für fast jeden war also was dabei. Leider wird es wohl auch in Zukunft immer wieder solche Schließungen geben. Manche Studios werden sich nicht an die Veränderungen am Markt anpassen können. Oder haben einfach kein Glück und schaffen es nie, einen Hit zu produzieren. Hoffen wir also darauf, dass die meisten Studios weiter bestehen bleiben, sich vielleicht irgendwann die Situation verbessert und die Animatoren auch nicht so einen niedrigen Lohn bekommen. Aber dies ist bis jetzt nur eine Träumerei. Doch was ist mit euch? Kanntet ihr ein Anime von einem dieser Studios? Welcher war das? Schreibe es mir doch gerne in die Kommentare, drücke auf den Gefällt mir Button und abonnieren nicht vergessen. Man sieht sich im nächsten Video, bis dann!